Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Euro Truck Simulator 2. Lange nicht gespielt, das sage ich auch in jedem Video, ich weiß es, aber es ist tatsächlich so. Und ich dachte mir, es wird Zeit für einen richtig geilen Auftrag in meinem richtig schicken Brummer. Ich würde sagen sogar einen Schwertransport, wir müssen mal gucken, was wir finden. Hier, eine Lokomotive, 61 Tonnen. Die muss zum Vereinten Königreich. Ach je, mit Fähre und allem. Okay, würde ich sagen, ist ein Abenteuer. Machen wir. Was? Ja, der LKW ist stark genug. Keine Sorge. Ist ja auch mein eigener. Der ist der Wahnsinn. Dann fahren wir jetzt los und holen erstmal den Auflieger in 193 Kilometer ab. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich mich wirklich an alle Regeln halten soll. Weil, dann kommen wir ja morgen noch nicht an. Und letztendlich fahre ich nur mit dem LKW und da wäre es auch nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen schneller fahre, glaube ich. So, wir machen mal Licht an. So, dann fahren wir auch mal rechts. Ist da was? Ne, kein Mensch da. So. Kein Mensch da auf den Straßen. Wir haben auch Sonntag, gleich Mitternacht. Offiziell dürfen wir gar nicht fahren am Sonntag, aber psch, ich mache hier aktuell einen Führerschein. Da sollte man sich vielleicht an ein paar Regeln halten. Rechts ab. Aber auch nur an die Zeichen. Also an, Geschwindigkeitsregelungen oder Ampeln. Nee, braucht man nicht. Was will er denn hier? Mach doch hinne. Mein Gott. So, ich schere mich jetzt hier rechts einmal rein. Weil, rechts war Gebot, ne? Und dann mache ich den Tempomat an. Und dann chillen wir einfach ein bisschen. Ist ja auch ganz cool. Wie schnell fahre ich? 110. Oh, das ist ja... Das ist flott für einen LKW. Aber noch habe ich auch nichts dran, von daher... Gucken wir mal, jetzt ist hier ein bisschen Stau, das ist ja blöd. Fahre ich einfach dran vorbei. Der Bus kommt nicht aus den Puschen. Mein Gott. Also Leute, wie ihr seht, ist es gerade Nacht. Aber dafür hoffe ich, dass wir dafür dann am Tag fahren gleich, wenn wir die Ladung dran haben. Denn dann macht es eben deutlich mehr Spaß, man sieht mehr. Und ich glaube auch zum Zuschauen ist das irgendwie einfach schöner. Wir sind aber auch gleich schon da, noch 30 Kilometer ungefähr. Den Sicherheitsabstand, den vergessen wir erstmal ganz schnell wieder. Hä? Was ist das? Nicht doof? Komm, fahr! Depp. Oh, jetzt hält der an, Junge! So. Nee, aber jetzt im Ernst, was leuchtet da vorne? Hä? Ist das Werbung? Rote Ampel, Junge, ein Scheißdreck! Die war wunderbar grün! So, was wir aber machen, wir fahren erst nochmal schlafen, denn ich will erstens den Auftrag in einem vernünftigen Zug abschließen und nicht mittendrin schlafen müssen und zum anderen will ich einfach am Tag fahren. Also ich habe gerade gemerkt, der angebliche Rastplatz, der auf der Map als Bett angezeigt wird, ist nur eine Garage, die man kaufen kann. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Da gibt es nur eine Möglichkeit und zwar die Garage kaufen. Ja, kaufen, da ist sie, haben wir einfach eine Garage gekauft, nur um drin pennen zu können. Ach, da steht schon einer. Junge, Müll. Raus aus meinem Haus. Motor abstellen, pennen und dann geht's weiter zu unserem Auftrag. Hallo, Freunde. So, dann nehmen wir mal unseren Auftrag an und zwar... Willst du mich verarschen? Wo ist denn jetzt die Lok hin? Okay, dann würde ich sagen, machen wir stattdessen den Bagger hier. Raupenbagger, Volvo... Ja, wunderbar. 20 Tonnen, würde ich sagen. Let's go. Da steht er. Sehr schön. Dann einmal ankoppeln das Ding. Und ankoppeln. Vorsichtig. Jo, mache ich. Bin ja nicht blöd. Ja, okay, vielleicht doch. Und jetzt fahren wir los. Noch 200 Kilometer. Voraussichtlich 3 Stunden und 1 Minute. Und vor allem dran denken, das Ding ist ultra lang. Dann müssen wir die Kurven ein bisschen anders nehmen. Ich hoffe mal, das hat gereicht. Ah, wunderbar. Ey, schickes Ding. Also ein Bagger ist schon eine nice Fracht, das muss man einfach sagen. Und jetzt zwischendurch einfach mal ein Witz. Was ist gelb und schwimmt? Richtig, ein Bagger. Ja, fandet ihr das lustig? Nee? Ja, der Baggerfahrer auch nicht. Und das ist unsere erste rote Ampel. Ausnahmsweise halte ich mich an die, denn ich will mit dem Gespann nicht stecken bleiben, das wäre dann ein bisschen ärgerlich. Ich würde sagen, wir machen die Rundumleuchten mal an.
Mein Gott, sind die dunkel. Wer hat die denn bestellt? Naja, okay, besser als nichts. Und dann geht's jetzt weiter. Ich denke mal auch gleich auf die Autobahn. Sonst sind wir ja morgen noch nicht da. Ja, das Geschalte nervt ein bisschen. Weil, wie gesagt, ein LKW ist ja für Kraft ausgelegt und nicht für Geschwindigkeit. Deswegen schaltet man dann ein paar Mal öfter. Naja, egal. Hier 70. Sehr schön, außerorts. Ich überlege gerade, wir müssen hier links. Und dann links abbiegen. Jo, habe ich gerade gesagt, Kollege. Dann bieg mal ab. Genau, ach, der biegt gar nicht ab. Ja, dann mache ich selber. So, wunderbar. Ich hoffe wirklich, dass wir nicht umkippen mit dem Gespann, weil das wäre ärgerlich. Mal kurz hier rechts, genau. Ja, man merkt aber schon, dass der jetzt ordentlich kämpft hier mit dem Gewicht hinten dran. Das ist schon echt eine enorme Masse hier. Wahnsinn. Aber dafür geht das doch echt flott hier. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, den Tempomat einzuschalten. Klick. Ah, jetzt. Wunderbar. Ja, das wird entspannt. Dann lehnen wir uns mal ein bisschen zurück und lenken einfach nur. Mal gucken, ob wir es schaffen, die Typen da vorne mit Wohnwagen zu überholen. Das wäre natürlich eine Meisterleistung. Ich kann ja mal von Hand, besser gesagt von Fuß Gas geben. Boah, war der wieder schlecht. Die Säcke dürfen nur 80. Haha. Ja, Pech gehabt. Okay, macht nichts. Hier komme ich. Schön groß nehmen die Kurve, weil wir haben einen langen Auflieger. Und ich habe einen richtig langen. So, hier rein. Nach links ab. Genau. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Aber nichts passiert, alles gut. So, weiterfahren. Ich kann das Ziel schon riechen. Hier steht eine Ampel. Macht nichts. Die paar Kröten. Die pissig. Ja. Hat jemand gecheckt? So, und hier noch einmal nach rechts. Hier endet es. Stopp. So. Leute, natürlich parke ich vernünftig ein. Ich bin da kein Anfänger. Tada. Da stehe ich auch schon. 1A. Vielleicht auch 2B, aber das ist mir egal. So, abkoppeln den SIG und dann gucken wir uns mal die Ausleitung an. Ich würde mir persönlich jetzt die Note 1 geben. Ich sehe auch nur grüne Sachen. Das ist ja wunderbar. Kein Schaden, kein nichts, alles herrlich. Ja, falls ihr mehr Videos sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Falls ihr von anderen Spielen mal Videos sehen wollt, die ich vielleicht noch nicht gespielt habe oder die ich lange nicht gespielt habe oder irgendwas, was euch interessiert, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Dann kann ich darauf eingehen. Denn ich weiß nicht, was ihr sehen wollt. Also schreibt das gerne, kaufen kann ich alles, also an Spielen. Dann werden die nächsten Videos bestimmt sehr unterhaltsam. So Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten, da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.